Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Heute Lenovo Legion Go mit Black Ops 6. Mal schauen, wie die Performance ist. Ich habe es euch eh schon angezeigt. Es wird getestet in 1280, in 1920 und in 2560. Mal schauen, wie die Performance ist. Ich bin schon gespannt. Gleich vorweg, ich wollte euch eigentlich ein Video zeigen mit dem neuen Victrix. Habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt in dem Video, den Controller. Aber irgendwie... Der Lenovo Legion Go hat Probleme, irgendwie mit den Controllern anzustecken bzw. wireless zu verbinden. Das macht er irgendwie nicht. Wahrscheinlich muss man da eine Einstellung vornehmen oder so. Ich habe keine Ahnung, warum er das nicht macht. Also müssen wir über den Lenovo Legion Go selber testen. Über die Tastatur, über den Controller. Okay? Also, es ist auf 1280. Ich zeige euch mal kurz. Es ist auf Leistung gestellt, Netzkabel ist an. Okay? 1280, 144 Hertz. Und ich zeige euch jetzt noch die Grafikeinstellung. FSR ist natürlich auch an, damit wir auch ein bisschen da performen können. Grafik ist folgendermaßen eingestellt. Das ist auch wahrscheinlich noch interessant. Wo sind die Grafikeinstellungen? Hallo? Kurz Moment, ich muss jetzt nur kurz nachschauen. Wo ist denn die Grafik? Ökomodus Voreinstellung, Menü, optimal. Ja, okay, ist ja schön für dich, aber wo sind die Grafikeinstellungen? Okay, gute Frage. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, auf welche Grafik das eingestellt ist. Gute Frage. Also ich kann euch echt nicht sagen, worauf das jetzt eingestellt ist. Keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, wir hüpfen gleich mal in den Mehrspieler. Die FPS-Zahl sieht man links. Gerade im Menü hat er 125 FPS. Mal schauen. Wir sind jetzt auf 1280 sind wir jetzt gerade. Also, bis gleich. So, also da sind wir. Wir haben gerade 102 PS, 104 PS. Funktioniert, ne? Die Grafik sieht eigentlich auch ganz nice aus. Darf jetzt natürlich zu viel bewegen, nicht, dass ich das Bild da irgendwie verrückt. 112 PS. 112 PS. Ich war es HZ. Das ist natürlich doof für die Leute. 110 FPS, also... Sieht eigentlich echt geschmeidig aus, es läuft ganz gut. Hoppla. Pff, war der Kacke. Aber naja. Also es funktioniert eigentlich ganz gut, das Leiden funktioniert auch ganz gut. Wir haben einen Kill sogar. Respekt. 99 FPS. 97 FPS. Also wundert mich, wir sind sogar im dreistelligen Bereich. Es läuft echt gut. Ich würde sagen, den Test hat schon mal bestanden. 94 FPS, ja. Man sieht es ja selber, wie viel FPS man hat, oder? Jetzt habe ich gerade 110 FPS. Also es läuft gut. Kann man echt nichts sagen. Kann man nicht meckern. Grafikqualität sieht auch gut aus, wenn man so hinschaut. No, ich würde sagen, den Test habe ich schon mal bestanden. Jetzt gehen wir auf die nächste Grafikeinstellung. Jetzt gehen wir dann auf die 1920. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder auf 1920. Man sieht's, ne? Hier auch auf 1920. Jetzt haben wir noch 73 FPS, auch gut. An den Grafikeinstellungen habe ich jetzt nichts geändert. Es ist immer noch alles auf Leistung. So, gehen wir gleich rein. 64 FPS, 75 FPS.
Aber es läuft immer noch echt gut. Also das muss man sagen. 77 FPS, 71 FPS, 68 FPS. Es läuft immer noch im 60 FPS-Bereich. Also echt Respekt. Wie hier ist HLZ, die armen Schweine. Also es läuft echt gut. Da kann man echt nichts sagen. 90 FPS. 86 FPS. Ich habe gedacht, dass ich was reiße hier. Also man kann auch Kills holen mit dem Lenovo Legion Go. Das geht. 75 FPS, 78 FPS. Also es funktioniert auf jeden Fall echt gut. 83, 68, 78 FPS. Der duckt sich da. Der Schlingel. Oh. 76 FPS. Ja, ich würde sagen, den Test hat er eigentlich auch ganz gut bestanden, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich zum nächsten über. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder bei 2560 FPS jetzt, bei 2560 Auflösung. Die FPS sind gerade bei 47, ja, 45. Also wir sind nicht mehr auf dem 60er Bereich, aber es geht immer noch eigentlich. Also 52 FPS sind ungefähr. So. 42 FPS, 55 FPS, aber es sieht halt echt immer noch gut aus, ne, wenn man das so anschaut. 55 FPS. Ein Kill sogar. Mein Gott, ich muss so zocken und trotzdem schaffe ich Kills. Wow. Ich gar nicht gedacht. Nur so. 55 FPS, 52 FPS, 53 FPS. Es läuft echt gut, muss ich sagen. Es ist schon und sieht echt gut aus, ne, wenn ihr das so anschaut. Ne? 55 FPS, 49 FPS. Also muss man sagen, es steuert sich gut mit dem Lenovo. FPS, 50 FPS geht es gerade runter, aber 46 FPS, es hält sich gut. Es ist über die 30 FPS. Es läuft gut, ja. Ich bin beeindruckt. Man sieht es ja, ne? Blind Granaten werfen, ich mag das. Blind schießen ist auch geil. So. Naja, nächstes Mal machen wir auch noch ein paar Schüsse, also demnach. Also ihr seht, es funktioniert auch so gut mit der Steuerung eigentlich ganz gut. Da kann man auch nichts sagen. Die Steuerung funktioniert auch ganz gut in dem Game. Hoppla, das war einer von meinen Männern. 58 FPS, 56 FPS. Zack, eine Eliminierung. Das läuft echt gut. Da war einer. Wo der Lackel wieder hinlaufen ist, ist halt die Frage. Die laufen immer alle so schnell, ne? So. 48 FPS, aber es hält sich gut. Also, ich glaube, 48 FPS war jetzt das Niedrigste, was ich gesehen habe. Das lasse ich mir echt eingehen hier. Ja, 46 FPS läuft echt gut. Respekt. Und so kann ich auch gleich ein bisschen helfen. Ich habe das Game noch gar nicht gezockt nach der Beta. Pff.
glaube, ich bin in der Dupe. Ja, echt. Wahnsinn. So. Okay. Also, wir haben es gesehen. Es läuft echt gut. Auch in 2K. Ich hoffe, die Kamera geht. Die Kamera ist ein bisschen kacke immer. Gerade haben wir 52 FPS. Es läuft echt gut. Also, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Das Game läuft echt spitze. Echt gut. Es läuft auch geschmeidig. Sogar die Attacken alle. Es sieht gut aus, ne? Wenn du es so anschaust. Ich finde schon, dass das eigentlich ziemlich geil aussieht. Und die Lichteffekte hier. Die Wolken. Das Licht hier. Es sieht echt gut aus. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also es funktioniert echt gut auf dem Lenovo Legion Go. Und ihr habt gesehen, ihr könnt auch Kills bekommen. Also, echt. Also ich bin begeistert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann gerne einen Daumen in nördliche Richtung. Gerne schreiben, ob es bei euch auch gut läuft. Ja, würde mich interessieren. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.